Matthäus Kapitel 11 beginnt damit, dass ein paar Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus kommen und ihm eine Frage stellen, die beantwortet Jesus auch, und das zeige ich euch erst als Bibelcartoon. Und danach erzählt Jesus aber noch, und das ist eher so ein Lehrteil, wo Jesus seinen Jüngern etwas direkt beibringt, wo er nicht Wunder tut oder wo er nicht irgendwie ein Gleichnis erzählt, sondern sehr konkret etwas anspricht, mehrere Themen anspricht. Und da es ein längerer Lehrteil ist, wird all das euch wieder Amelie direkt im Anschluss aus der Volksbibel vorlesen. Einmal kamen ein paar Menschen zu Jesus, die zu Johannes dem Täufer gehörten. Johannes der Täufer war ein Mann, der in der Wüste die Leute aufforderte, ihr Leben zu ändern und zu Gott zurückzukommen. Als Zeichen für diese Umkehr tauchte er sie im Jordan unter. Das nannte man Taufe. Johannes hatte auch angekündigt, dass nach ihm ein Mann kommen würde, der viel wichtiger als er sei und die Menschen retten würde. Also fragten die Männer nun Jesus: Bist du es, von dem Johannes der Täufer geredet hat, oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes war zu der Zeit im Gefängnis und war sich selbst nicht sicher, ob Jesus der Mann ist, den er angekündigt hatte oder nicht. Jesus sagte den Männern: Berichtet Johannes einfach, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Leprakranke werden geheilt, Taube hören, die Toten werden wieder lebendig und die Armen hören von Gott und werden ermutigt. Das berichteten die Männer dem Johannes. Nachdem sie wieder gegangen waren, sagte Jesus noch was zu dem Rest der Zuschauer, die darum standen. Warum seid ihr eigentlich zu Johannes in die Wüste gegangen? Wolltet ihr etwa einen Typen sehen, der immer sofort einknickt, wenn mal ein bisschen Wind weht? Oder was wolltet ihr sehen? Vielleicht einen Bonzen im weißen Bossanzug? Dann hättet ihr nach Monaco fahren sollen. Oder wolltet ihr einen Propheten sehen, jemand, der eine total enge Verbindung zu Gott hat und von ihm Sachen gesagt bekommt? Also eins kann ich euch sagen, Johannes ist auf jeden Fall mehr als nur ein normaler Prophet. Er ist der Mann, von dem schon in den alten ganz besonderen religiösen Texten steht: Ich werde jemanden losschicken, der den Weg für dich schon mal vorbereitet, eine Sache gebe ich euch schriftlich. Johannes ist der krasseste von allen Menschen, die je geboren wurden. Trotzdem ist der, der dort, wo Gott der Chef ist, am wenigsten zu sagen hat, immer noch weiter vorne als Johannes. Und seit Johannes da ist, wird von den Mächtigen mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass Gott ganz groß rauskommt. Die ganzen alten Texte und die Jungs mit dem besonderen Draht nach oben, die Propheten bis hin zu Johannes, hatten das schon vorausgesagt. Falls ihr das überhaupt kapieren könnt, er ist der Elia, von dem schon die Propheten erzählt haben. Die meinten, wenn er kommt, dann wird er euch zeigen, wo es lang geht. Dann bricht die Zeit an, in der Gott das Sagen hat. Sperrt eure Lauscher auf und lebt nach dem, was ich euch sage. Was für Vergleiche fallen mir ein, wenn ich an die Menschen denke, die heute so rumlaufen? Sie sind wie Kids, die im Club rumhängen und nicht so richtig verstanden haben, worum es eigentlich geht. Sie sagen zu ihren Freunden: Wir waren auf einer krassen Party und ihr habt nicht getanzt. Anschließend waren wir auf einer Beerdigung und ihr wolltet nicht heulen. Johannes hat zum Beispiel manchmal wochenlang nichts gegessen und getrunken. Da meintet ihr sofort: In dem lebt ein fieser Geist, jetzt ist der Auserwählte Gottes da und der ernährt sich genauso wie ihr. Und ihr motzt gleich rum, der frisst und säuft sich die Hucke voll und hängt nur mit seltsamen Leuten rum. Doch Gott wird das irgendwann klarstellen, wer hier richtig liegt und wer falsch. Danach ließ Jesus noch seinen Frust ab über die Städte, in denen er die heftigsten Wunder getan hatte und man sich trotzdem kein Stück verändern wollte. Oh, Mann! Ihr da in Chorazin und Bethsaida, wacht endlich auf. Wenn die Wunder, die ich bei euch getan habe, in den ekligen, dreckigen Städten, wie zum Beispiel in Tyrus oder Sidon, passiert wären, dann hätten die dort alle angefangen, ihr Leben zu hinterfragen, sie hätten eingesehen, dass sie viel Mist bauen, und hätten das geändert. Am letzten Tag der Abrechnung,
da werden Tyrus und Sidon besser wegkommen als ihr. Und dir, du eingebildetes Kapernaum, wird es richtig dreckig gehen. Erinnerst du dich noch an Sodom? In der Stadt gingen total derbe Sachen ab, die Gott überhaupt nicht gut fand. Deswegen wurde die Stadt vernichtet. Aber wenn dort die Wunder geschehen wären, die bei dir passiert sind, dann würde Sodom auf jeden Fall noch stehen. Darauf kannst du dich verlassen, Sodom wird am letzten Tag, wo Gott die große Abrechnung startet, besser dastehen als du. Und Jesus fing an, vor allen mit Gott zu reden. He, Papa, du regierst über das ganze Universum. Danke, dass du den Leuten, die meinen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, nicht erzählt hast, was wirklich abgeht. Aber denen, die das Gefühl haben, dass sie dumm sind und nichts begreifen, denen hast du diese Sachen gezeigt. Ja, Papa, du willst, dass es so passiert und nicht anders. Mein Papa hat mir die Macht über diese Welt in die Hand gegeben. Nur der Papa kennt seinen Sohn, und keiner kennt den Papa im Himmel so gut, wie ich ihn kenne. Und natürlich auch die, denen ich zeige, wie der Papa ist. An alle, die total unter Druck stehen, weil so viel von ihnen verlangt wird, kommt zu mir. Ich werde dafür sorgen, dass ihr euch so richtig entspannen könnt. Lasst mich doch der Chef in eurem Leben sein. Ich bin das Vorbild, wie man richtig lebt. Ich bin nicht so drauf, dass ich euch von oben herab zu irgendetwas zwingen will. Bleibt locker. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Ich werde euch nicht unter Druck setzen, und ich will, dass es für euch locker zugeht.